Pestizide in der Landwirtschaft können Obst- und Gemüseerträge steigern. Welche Schäden bei Insekten sie anrichten, weiß man nicht genau. Alexandra Maria Klein erforscht die Gesundheit von Bienen und Hummeln. Sie hat dazu das zweitgrößte Apfelanbaugebiet Deutschlands am Bodensee ausgewählt. Wir brauchten ein landwirtschaftliches System, und zwar ein System, was sehr verbreitet ist in der EU und auch in Deutschland. Und Äpfel ist eine Kultur, wo die meisten Sorten von den Bienen abhängig sind. Und deswegen haben wir dieses System ausgesucht. Gleichzeitig zum Bodenseegebiet laufen EU-weit in anderen Ländern entsprechende Forschungen. Das Frühjahr ist zur Erhebung von Daten besonders wichtig. Wir sind jetzt zu diesem Zeitpunkt hier, weil die Apfelblüte gerade beginnt. Die ersten Blüten gehen jetzt gerade auf. Wir haben jetzt die Hummeln, die Honigbienen und die roten Mauerbienen hier reingestellt. Und das ist auch, was Landwirte tun, weil sie wollen ja die Bestäubungsleistung auch haben. Und das ist der Zeitpunkt, wo die Bienen einfach reingebracht werden und die größte Gefahr haben, Pestizide ausgesetzt zu werden. Aber nicht nur Pestizide können den Bienen zusetzen, sondern auch einseitige Ernährung. Wenn jetzt die Blüten aufgehen, haben sie zwar eine Monokultur, das ist wie wenn sie den ganzen Tag Schokolade essen, also eine Ressource, eine Art, die gerade blüht. Vielleicht haben sie noch ein bisschen Löwenzahn da, aber es ist halt sehr wenig und sie brauchen eigentlich verschiedene, so wie wir auch, wenn wir essen, nicht nur Schokolade brauchen, sondern wir brauchen verschiedene Gemüse, so brauchen die Bienen das auch. Um das Nahrungsangebot zu erweitern, hat man Hecken und Blühstreifen in unterschiedlicher Anordnung gepflanzt und ist jetzt gespannt, welche Auswirkungen das hat. Mit den Hecken ist, dass man andere blühende Arten wieder reinbringt, dass wir denen ein vielfältiges Ressourcenangebot geben. Das andere ist, wir haben ungefähr 570 Wildbienenarten und ein Teil davon, der nistet in so Hecken. Und vor den Hecken kann man auch noch Sand anhäufen, weil die meisten Bienen, die nisten im Boden. Ausgetestet wird, ob eine ausgewogene Ernährung der Bienen und Hummeln die Widerstandsfähigkeit gegenüber Pestiziden erhöht. Dazu untersucht man die Körperflüssigkeit und dokumentiert die Vermehrungsraten, wie bei den Hummeln. Wenn es denen nicht so gut geht, produzieren die meistens mehr Männchen, weniger Weibchen, kaum noch Königinnen. Und sowas schauen wir uns dann an. Beeinträchtigungen durch Pestizide halten klassische Honigbienen vermutlich am besten stand. Die haben ein Gen, was Pestizide gut abbauen kann. Also die vertragen das besser, wenn sie jetzt eine Schmetterlingslarve hätten. Die würde sofort daran sterben. Wie es Erdhummeln bekommt, wenn sie unterschiedlichen Pestiziden gleichzeitig ausgesetzt werden, probiert die Wissenschaftlerin auf einer Versuchsfläche mit der behandelten Blühpflanze Phacelia aus. Wir haben jetzt auf dieser Fläche 40 dieser riesigen Flugkäfige ausgebracht. Die sind 6x9 Meter groß und testen da jetzt die Effekte von Pestiziden auf die Hummeln. In manchen Käfigen haben wir ein Fungizid und ein Insektizid, in manchen haben wir gar nichts, damit wir dann am Ende gucken können, wie reagieren die Hummeln auf das Fungizid, wie reagieren sie auf das Insektizid und wie reagieren sie auf die Interaktion, wenn man beide zusammen ausbringt. Wenn Pestizidkombinationen die Hummeln krank machen, wird die chemische Industrie ihre Zulassungsverfahren ändern müssen. Für die Hummeln und Bienen wäre das jedenfalls gut, denn Blühstreifen allein sind nicht alles. Wenn wir einen Blühstreifen haben und es ist klar, es blüht da, dann haben wir viele Bienen da und dann sagen wir, wir haben die Biodiversität erhöht. Das stimmt aber gar nicht. Wir ziehen die ja nur alle dahin. Wir wollen, dass wir in der gesamten Landschaft, in verschiedenen Ökosystemen dann wieder mehr Bienen haben. Schon im nächsten Frühjahr wird mit ersten Ergebnissen über die grundlegenden Zusammenhänge von Pestiziden und der Gesundheit von Bienen- oder Hummelpopulationen gerechnet.